Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchs. Wow. Ich bin. Oh, scheiße, ich habe gerade noch eine Praline gegessen, sorry. Was? Wenn wir ein Stückchen Kaffee drauf trinken, dann wird er schon. Moment. Jetzt nochmal. Moinsen, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Cyberpunk 2077. Im letzten Part habe ich mal wieder herrlich verschissen. Also herrlich verschissen. Zum einen hat er mich zu Recht beleidigt, wie dumm ich wieder war. Und naja, wir haben. Naja, ich möchte gar nicht darüber reden. Wir suchen jetzt erstmal weitere Informationen über Evelyn. So. Kaputte Puppe. Hab gehört, Joy Toys sind deine Spezialität. Habe eine hier, die total im Arsch ist. Ripper verkauft? Der Chip war hinüber. Vielleicht sollte er ihn retten. Ein Ripper namens Fingers in einer finsteren Gasse. Klingt wie der Traum jedes Joy Toys. Wollte ich gerade sagen. Kannst du dir angucken? Frag nach mir im Clouds. Was stimmt nicht mit ihr? Würde ich dir schreiben, wenn ich das wüsste. Komm halt mal vorbei und guck sie dir an. Okay, bring sie zu mir. Ich habe eine Klinik in der Yik-Yik, einer Nebenstraße von der Popla. Was? Was ist jetzt mit dem Job im Klaus? Hab ein anderes Angebot, musst denen eine Antwort geben. Die warten nicht ewig. Du weißt schon, so funktioniert das hier nicht. Ich bin nicht für Neueinstellungen zuständig. Du musst ein Portfolio einreichen. Oh, jetzt kommst du mir mit so einem Scheiß? Das hast du nämlich letztes Mal nicht gesagt, als du mich durchficken wolltest, Arschloch. Jerry O'Connell. Hey Ginger, wie läuft's? Wie immer in Höchstform. Ich hoffe, du hast deinen Cop-Connection nicht schon ausgelutscht. Ich brauche nämlich dringend einen Holo-View. Und weiß, die Bullen haben richtig gute. Also knie dich nochmal rein und greif mir eins ab, ja? Außerdem musst du hier für mich etwas rumschnüffeln. Mich reinknien, fick dich. Hab mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Schon deine kleine Orgie mit meinen Puppen vergessen. Die nehmen alles auf, wenn du also nicht willst, dass dein Mann eine heiße E-Mail von mir kriegt. Dann besorgst du mir das verkackte Holoview. Und zwar bis morgen früh. Schon gut. Reiß dich am Riemen. Noch so eine Scheißaktion wie mit Evelyn Parker und du kannst dir einen neuen Job suchen, hat Hiromi gesagt. Wir haben dir deinen groben Umgang mit Angestellten ein bisschen durchgehen lassen und es sogar ignoriert, als du einen Kunden vermöbelt hast, aber das ging echt zu weit. Okay. Problem gelöst. Hey Boss, hab das Parker-Problem gelöst. Sie ist bei einem Ripper in Jeek-Jeek Street. Der Typ heißt Fingers, obwohl Face besser passen würde. Jedenfalls kümmert er sich ab jetzt um sie. Okay, da mal raus hier oder was? Verlasse das Clouds. Okay, wir hauen mal am besten einfach ab. Oh, ich kann ein bisschen was mitnehmen. Ihre Handtasche. Hatte vielleicht mehrere. Aber in der ist ihr ganzes Zeug. Sie muss es eilig gehabt haben. Verdächtig, würde ich sagen. Auf geht's. Oh oh. Möge das Blutbad beginnen! Scheiße, ey. Wäre fast gut gelaufen, ne? Steht da plötzlich einer? Damit rechnest du halt nicht. Scheiße! Tür aufmachen, in Deckung gehen. Kacke, Alter. Warum? Ja, streck mal ruhig dein Köpfchen raus. Was macht er denn da, Alter? Leute, ohne Spaß. Ich wollte hier nur einfach mal eben raus. Wieso schiebt ihr jetzt so einen Stress? Euer Chef ist schon im Arsch. Ihr müsst ihm doch das nicht gleich machen. Das tut doch nicht Not. Versteht ihr, was ich meine? Ja, gleich nicht mehr. Ich kümmere mich jetzt um euch. Den Scheißladen, komm. Ein bisschen die Knarren hier noch eben mitnehmen. Wenn wir schon dabei sind, können wir dann wenigstens auch die Waffen mitnehmen, ne? So. Jetzt können wir auch hier nochmal reingucken. Hier noch jemand drin? Nein, was ist das? Evelyns Jacke. Die kenne ich. Was ist das? Evelyns Jacke.
Zerknüllt wie ein Taschentuch. Muss schon eine Weile hier liegen. Love, okay. Wir folgen weiter den Spuren Evelyns. Und ein weiteres Cocktailspieß. Nicer Name. Okay. Sonst noch irgendwas hier? No. Lass mal abhauen. Ich will hier raus. Gilt das jetzt hier immer noch als Kampf? Leute, ist doch alles vorbei. Okay, holy shit, nein. Es bleibt ein Kampf. Bam. Vor allem den Dicken habe ich doch extra nicht umgebracht, weißt du? Und nun muss ich hier doch mich rauskämpfen. Scheiße. Dann hilft das halt nix. Schnauze hier. Wo schießt du denn hin? Ich stehe hier. Bisschen dumm oder was? Okay. Noch mehr Gegner oder war's das jetzt? Scheiße, ey. Ich hab's wieder mal verschissen. Oh, ihr könnt aber nicht sagen, dass ich nicht bemüht gewesen wäre, ne? Also, ich war schon bemüht, es hat nur leider nicht funktioniert. Ich muss Ihnen... Hey, ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Alles gut. Waffen aufgenommen. So, verlasse das Cloud. Ist alles gut, ich gehe dann wieder, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich weiß nichts. Ich arbeite nur hier. Alles gut, tschüss. Nix wie raus hier. So, abhauen. Fahre mit dem Aufzug ins Erdgeschoss, ja, nix wie weg hier. Oh, saubere Arbeit. Schon mal daran gedacht, dich beim Diplomatenkorps zu bewerben? Meinst du, wir finden sie dann? Hab keine Zeit für Diplomatie. Hab keine Zeit für Diplomatie. Kann ich nachvollziehen. Klar kannst du das. Du würdest am liebsten den ganzen Laden unter einem Atompilz begraben. Viel zu übertrieben. Ich habe andere Methoden. Bomben, nicht wahr? Aber eins steht fest. Die Claws werden das nicht vergessen. Meinst du, wir finden sie da? Meinst du, Fingers hat sie? Glaubst du, wir finden sie da? Wie? Wenn ich hell sehen könnte, wäre ich jetzt kein abgewichster Geist im Kopf von einer wandelnden Leiche. Ja. Alles klar, abhauen. Lass mich! Lass mich! So, nichts wie weg hier. Lieber abhauen und hoffen, dass sie es vergessen. Wir scheinen das Kampfgebiet langsam zu verlassen. Oh, scheiße. Ich huste Blut, das ist kein gutes Zeichen. Du hast was versucht und das ging schief. Und jetzt bist du völlig fertig. So findest du Hellmann nie. Ah, fuck! Was ist das? Relic Fehlfunktion entdeckt. Au. Zum Glück sind wir hier bei den Besoffenen. Dann sieht das so aus, als wären wir einfach nur wie viel gesoffen. Verdammt. Scheiße. Was willst du eigentlich von mir? Es geht alles zu langsam. Du gehst noch drauf, ehe wir wissen, wie du den Chip loswirst. Als ob dich das kümmert, ob ich überlebe. Hast selbst gesagt, du willst mich tot sehen. Seitdem habe ich dir doch wohl klar gemacht, dass das nicht mehr so ist, oder? Ich will, dass du am Leben bleibst.
Du bist durchgeknallter als ich. Ich finde keine Worte, die beschreiben, wie verrückt du bist. Ich brauchte nur eine ruhige Minute zum Nachdenken. Hab eine zweite Chance gekriegt und die werde ich nicht verstreichen lassen. Was für eine Chance, das Leben in vollen Zügen zu genießen, Nordlichter zu sehen oder lieber Gazellen auf einer Safari. Um zu beenden, was ich angefangen habe. Ich bin zurück und Saka muss weg. Dafür brauche ich dich. Ich soll für dich zum Terroristen werden? Zum Terroristen wollte mich noch keiner machen. Fühl mich fast geehrt. Ich weiß gewisse Dinge, die uns helfen könnten, dein Leben zu retten. Du wirst den Chip los, ich hau Saka eine rein. Win-win. Wir brauchen den Soulkiller. Und wir kommen über Mikoshi an ihn ran. Du bist nur eine Halluzination. Du weißt schon, dass du nur eine lästige Halluzination bist, oder? Sollte dich einfach ignorieren. Und du bist eine wandelnde Leiche. Dann warte ich halt, bis dein Verstand weg ist und ich übernehmen kann. Kleiner Wichser. Aber wie du siehst, habe ich mich entschieden, dir zu helfen. Zuerst müssen wir nur was finden. 7 Buchstaben. Fängt mit M an. Was genau ist Mikoshi überhaupt? Okay. Also was genau ist dieses Mikoshi eigentlich? Okay, von vorn. Wenn du verlinkt und im Net unterwegs bist, kann Arasaka dich frittieren und mit Soulkiller deine Psyche, Verstand und Seele fangen. Und? Kannst du noch folgen? Ja, ich hab gesehen, was mit dir passiert ist. Ja, hab die Erinnerung gesehen. Haben dich schön dran gekriegt. Okay, wir haben scheinbar noch was zu bereden. Aber das muss jetzt warten. Also, wenn dich Soulkiller frittiert und röstet, stirbst du zwar, aber dein Verstand wird vorher in ein Engramm kopiert. Sicher. So bist du zum Konstrukt geworden. Genau. Mikoshi ist der Ort, von dem aus Soulkiller agiert. Wo die Engramme gespeichert werden. Da schwebt eine Zigarette. Da haben wir eine schwebende Zigarette. Ach, Cyberpunk. Was habe ich denn bitte mit Mikoshi am Hut? Und was hat Mikoshi nun mit meinem Chip-Problem zu tun? Alter. Ist nicht gerade die hellste Birne im Lampenladen, hm? Vor 50 Jahren war Mikoshi der einzige Ort auf Erden, wo man am menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Ich sag's dir, dort wird alles enden. Du bringst dein Ding zu Ende und ich meins. Viele sagen immer, das Spiel wäre so immersiv und sowas, aber sowas haut dich halt voll raus. Das ist ja eigentlich gerade ein Diebesgespräch zwischen uns und Johnny, ja? Aber jetzt schwebt da diese Zigarette rum. Bereit. Wie willst du Arasaka diesmal zerstören? Und wie willst du Arasaka diesmal fertig machen? Noch ein atomares Ass im Ärmel? Ja, nur diesmal heißt es Alt Cunningham. Sollte ich den Namen kennen? Noch nicht. Erst wenn wir haben, was wir suchen. Na dann mal los. Oh. Wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen nach Mikoshi. So, Tapeworm, sprich mit Johnny, haben wir gemacht. The Space in Between. Neue Mission, Tapeworm. Ruf Judy an, optional. Neues Item erhalten. Oh, mir geht's irgendwie richtig scheiße, Alter. Abhauen. Erstmal hauen wir uns so ein Heilungsding rein. Entschuldigen Sie bitte, würden Sie uns einen Moment Ihrer Zeit schenken? Scheiße. Worum geht's? Wir rufen jetzt erstmal Judy an, Alter. Komm. Okay. Wo ist Judy? Judy Alvarez, anrufen. Erstmal sagen, was los ist. Wie? Du rufst tatsächlich an? Ja, natürlich. Ich hab doch gesagt. Hab's doch versprochen. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache. Sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Ich hab ne Spur zu Evelyn. Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Ripper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich ihn finde? Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden.
Ich habe ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße. Bis später, wie? Bis später. Oh. Okay. Was sagt unser Inventar? Also erstmal haben wir wieder Punkte. Wir haben einen Levelaufstieg. Ich glaube, wir hauen den diesmal in Coolness rein. Dann können wir auch Kampfmaschine erhöhen. Also, Coolness, Bums. So. Wir haben drei Punkte. Ich würde zum einen Kampfmaschine erhöhen, weil das echt hilfreich ist. Bums. Erhöht die Resistenzen, verringert den Waffenrückstoß. Das ist schon mal nice. Stealth ist gar nicht so geil, muss man echt sagen. Aber, wie sieht es denn mit Pistolen aus? Klingen und Handfeuerwaffen. Klingen in Klingen! Klingen in Klingen in Klingen! Verringert den Rückstoß von Pistolen und Revolvern um 30%. Verringert die Nachladezeit. Nachladezeit, Alter. Verursacht 50% mehr Schaden mit Pistolen und Revolvern bei Gegnern, deren Gesundheit unter 25% liegt. Pistolen und Revolver lassen sich 25% schneller ziehen oder wegstecken. Schadensmultiplikator für Kopfschüsse um 10%. Erhöht das Ausweichen nach einem Dingsbums. Was haben wir hier? Erhöht den Schaden mit Pistolen und Revolvern um 6%. Wow. Rückstöße um 30 finde ich jetzt nicht schlecht. Schaden erhöhen, ja, kann man mal machen. Und um 10%. Oh, das war's schon. Nicht genügend Vorteilspunkte. Na gut. So. Okay. Uns geht's gar nicht so gut, aber wir gehen jetzt trotzdem zu Jig Jig Street, oder? Oder sollen wir es erstmal hinlegen? Mir geht's irgendwie gefühlt ein bisschen kacke. Wir gehen da jetzt hin. Oh, aber meine Augen machen mich wahnsinnig. Das würde mich in Real ja schon durchdrehen lassen, ey. So, auf zu Jig Jig Street. Aber warte, wir müssen eben noch kurz gucken. Wir haben ja auch neues Zeug gesammelt, wie es waffenmäßig aussieht. Waffen. Ich habe hier ein Power-Sturmgewehr. SPS absteigen, nice. Schrotflinte, Handfeuerwaffe, Maschinenpistole, Sturmgewehr. Da sind wir wohl schon ganz gut dabei. Das ist gar nicht mal so schlecht, das Ding. Aufsätze. Kleines Fernrohr, das ist die. Und Mündung. So, dann brauche ich hier auf jeden Fall eine Pistole. 413. Krass, Alter. Nehmen wir wieder. Und ein Katana hätte ich noch ganz gerne. Nahkampfwaffen. Wow. Das ist das krasseste Katana. Wir haben noch keine Mods für Nahkampfwaffen. Dabei sind die eigentlich ganz geil, aber momentan sind wir da noch ein bisschen feisig mit. Okay, so. So. Begeben wir uns zu Jig Jig Street. Und hoffen, wir klappen nicht vorher zusammen. Oh. The space in between. Da ist sie auch schon. Ich muss mal eben überholen. Finde die Klinik von Fingers. Oh, scheiße. Na, ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Clouds? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. Ja. Okay, let's go. Du Arschloch! Oh, du Arschloch! Ihr könnt mal wieder ein bisschen sauber machen. Wie sieht das denn aus? Ah. Ich hab dich gratis gechippt. Scheiße, echt? Wie? Sie? Ja. Was ist wichtig? Was ist wichtig? Ich habe vielleicht eine Lösung für unser gemeinsames Problem. Ich habe Kontakt zu einem alten Freund von Arasaka aufgenommen. Er ist gerade hier in Night City und kennt einige ziemlich einflussreiche Leute. Wie soll uns das helfen? Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Alter Freund, einflussreiche Leute. Warum so geheimnisvoll? Komm zum Punkt. Ich habe dir mal gesagt, ich würde an viele Türen klopfen, wenn es sein muss. Wir können uns treffen. Du, ich und der besagte Freund. Du sagst ihm, was du mir gesagt hast.
was wirklich im Compeki Plaza passiert ist. Es wird schwer sein, ihn zu überzeugen. Aber es wäre ein Anfang. Ist der Typ vertrauenswürdig? Gerade du solltest wissen, dass Night City die Verlässlichkeit eines jeden auf die Probe stellt. Selbst die alter Freunde. Bist du dir sicher mit dem Kerl? Traust du ihm? Wir hätten uns beide schon oft gegenseitig töten können. Ja, ich traue ihm. Na gut, wo und wann treffen wir uns? Na gut, wo und wann treffen wir uns? Japantown. Wenn's dunkel ist. Ich schicke dir den genauen Standort. Wir sehen uns dort. Wieso spawnt hier auf einmal eine Flasche, die rumschwebt? Was soll das? Was soll das? So, wir gehen jetzt erstmal dahin. Oh. Vielleicht kriegt er meine Augen wieder in den Griff. Nachts verlässt der Fuchs den Bau. Oh ja, das ist richtig. Er stillt seinen Durst am Wasserloch. Während er auf dich wartet, sucht er sich einen schattigen Ort unter den Kirschblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Er wird erst wieder hervortreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Verpiss dich, du Spinner. Takumaru? Amateur. Ja, Takumaru, ich benutze ein Wegwerfgerät. Oh mein Gott. Das ist schnell. Ich benutze ein Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Channel Street, Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du es verstanden oder war es das zu kompliziert? Schon klar, Guru. Bis dann. Kommst du jetzt oder nicht? Bis dann. Lass hier kommen. So, meine Lieben. Der Fuchs hat gekräht, sag ich schon. Der Hahn hat gekräht, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.